Ja, 2 Tage vor der Gerichtsverhandlung habe ich dann das erste Mal meinen Verteidiger, den Rechtsanwalt Wolfgang Vogel, der allgemein bekannt ist aus Ost-Berlin, zu sehen bekommen. Und als man mich aus der Zelle rausholte, hat man mir nicht gesagt, wo ich hingeführt werde. Ich durfte aber auch nicht meine Anklageschrift, die ich ja nun seit etwa 10, 12 Tagen hatte, mitnehmen, sondern stand plötzlich einem Zivilisten gegenüber, der sich dann als mein Verteidiger vorstellte. Er hatte die Anklageschrift an dem Tage noch nicht. Ich konnte sie ihm nicht zeigen. Es war eine sehr eigenartige Situation. Das heißt, er teilte mir dann nur mit, wem ich es zu verdanken habe, dass ich eingesperrt bin. Das war der nächste Schock für mich, dass ich nämlich nun wusste, dass ein sogenannter guter Freund von mir, mit dem ich nicht nur beruflich zusammengearbeitet habe, sondern eben auch vieles privat besprochen habe, dass der Stasi-Agent gewesen ist und der nun im Osten ist. Und da wurde mir so manches klar, warum während der Untersuchungshaft bei der Stasi mir die und jene Frage gestellt wurde, auf die ich keine Antwort geben konnte und mir auch das nicht zusammenreimen konnte, wie die Frage zu verstehen war. Und das Einzige, was ich noch in Erinnerung habe, ich fragte dann meinen Anwalt, ob er mir denn sagen könne, wie es meiner Familie geht. Denn man muss sich vorstellen, wenn man monatelang, es waren etwa rund 5 Monate Einzelhaft, da macht man sich schon Gedanken, wie sieht es denn zu Hause aus? Und er hat mir dann mit Zeichensprache eine Antwort gegeben, das war wieder ein Schock für mich, indem er mir nicht mitteilte, die Wände haben Ohren. Er sagte dann nur, auch das kann ich Ihnen nicht sagen. Und die zweite Frage, die ich dann noch stellte, dann wissen Sie ja wahrscheinlich auch nicht, ob Sie Geld haben, das Sie leben können. Denn ich war ja immerhin Vater. Man macht sich ja als Vater Gedanken, können denn deine Kinder zu Hause wenigstens jeden Tag ausreichend essen? Haben die genug zu essen? Gibt es da Geld, dass die Mutter das einkaufen kann? Und auch da kriegte ich keine Antwort, sondern nur Zeichensprache. Auch das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, dann war die Unterhaltung beendet. Er teilte mir nur noch mit, dass er nun jetzt wird zum Gericht fahren, sich die Anklage holen und dann sehen wir uns in 2 Tagen wieder. Aber einen Tag später wurde ich wieder aus der Zelle rausgeholt und nun wurde ich nochmal dem Vernehmungsoffizier Oberleutnant Liebewirt vorgeführt. Und wie üblich fragte er als erstes nach dem Wohlbefinden, kriegte immer von mir auch dieselbe Antwort, wie soll es mir hier gehen? Und nach kurzer Zeit fragte er mich dann so beiläufig, ob ich denn vielleicht will eine Tasse Bohnenkaffee trinken. Ja, nur warum soll ich denn nach Monaten keinen Bohnenkaffee trinken wollen? Es wurden dann 2 Tassen Kaffee gebracht. Und als ich meine Tasse ansetzte, beobachtete er mich, sodass ich das Gefühl hatte, jetzt guckst du, wie mir der Bohnenkaffee schmeckt. Eigentlich hätte ich das Gefühl gehabt, den nicht ins Gesicht zu kippen, aber ich wurde ja mal anständig erzogen, habe es nicht getan, hätte auch gar keinen Nutzen gehabt. Aber es war auch gar nicht der Grund, sondern der wollte nur beobachten, wie das Getränk seine Wirkung hat. Ich kann es nicht mehr genau sagen, ob es der 2. oder 3. Schluck war. Da wurde mir hundeelend. Er sah mir das auch an, forderte mich auf, komm raus. Wir sind dann beide raus und draußen musste ich mich übergeben. Das war mein Glück. Er ist anschließend dann mit mir in einen anderen Raum gegangen und da sollte ich mich erfrischen. Und als ich da einen Spiegel sah, sah ich, dass ich gelbgrün angelaufen war und ein verzerrtes Gesicht habe. Und das von Bohnenkaffee. Ich habe im Laufe der Jahrzehnte nach meiner Haft ab und zu doch mal, wenn man so ins Gespräch kam, Ärzte gefragt, sagen Sie mal, kann Bohnenkaffee so eine Wirkung haben? Musst du nur aufpassen, dass die nicht eine Einweisung für eine Heilanstalt, für eine Nervenheilanstalt ausschreiben, dass die angenommen hätten, jetzt ist der durchgedreht. Wie kann der so eine dämliche Frage stellen? Wir wissen, dass es oft passiert ist, dass Häftlingen etwas zu trinken gegeben wurde, Säfte, Wasser, Kaffee, die vom Hocker gekippt sind, tot waren. Offensichtlich war bei mir zu wenig dran, anders kann ich es nicht sehen. Und dann gab es immer Mediziner, die die Diagnose stellten, Herzversagen. Ja, logisch hat das Herz versagt. Aber warum hat das Herz versagt? Um das nicht untersuchen zu können, wurde dieser tote Häftling sofort am selben Tage von der Stasi eingeäschert. Das heißt, die haben den Toten in eine Holzkiste gepackt. Es war wirklich nur eine Holzkiste. Sind zum Krematorium gefahren. Die Krematoriumsarbeiter mussten das Gebäude verlassen. Die hätten ja vielleicht doch nochmal einen Blick reinwerfen können in die Holzkiste. Und die Stasi hat die selbst eingeäschert.
und die Unterlagen, die vorliegen, dass beispielsweise im Raum Leipzig nicht mal die Asche immer den Angehörigen ausgehändigt wurde, sondern oftmals wurde die Asche als Streumittel auf dem Südfriedhof verwendet. Also nicht mal vor der Asche haben sie Achtung gehabt. Die konnte ihnen ja nur weiß Gott nicht mehr wehtun. Ja, als ich nun in Frankfurt war, meine Anklageschrift gelesen habe, und da lautete der letzte Absatz, dass ich mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden sollte. Ich war ja politischer Journalist und mir war bekannt, in Frankfurt Oder befindet sich das Fallbeil für die Hinrichtung. Ich hatte nicht die Kraft gehabt, meinen Anwalt daraufhin anzusprechen. Denn seitdem ich die Anklageschrift hatte, habe ich kein Auge mehr schließen können. Ich habe nicht mehr geschlafen, sondern habe nur noch geheult, weil ich Angst hatte, dass die mein Leben beenden, obwohl ich noch so sehr jung war und ich auch kein Verbrechen begangen hatte. Aber was hat das schon zu sagen gehabt im kommunistischen Bereich? Es sind ja viele Menschen, die unschuldig waren, hingerichtet worden, nur weil sie nicht bereit waren, dieses System mitzutragen oder zu unterstützen. Und ich war auch nicht bereit. Ich war bereit, wahrheitsgetreu zu berichten, aber nicht irgendwie etwas zu verändern, nur damit es SED-freundlich sein konnte. Und da kam es natürlich, dass ich mir sehr große Gedanken machte, weil ich nicht voraussehen konnte, dass die Stasi vorgeschlagen hatte, 13, 14 Jahre Zuchthaus. Denn auf dem Exemplar, was ich hatte, stand das nicht. Das stand nachher, das habe ich mir in Erfahrung bringen können, nur auf einem einzigen Exemplar. Ja, ich habe dann im Gerichtssaal versucht, das heißt, eigentlich sollte die Verhandlung als öffentliche Verhandlung durchgeführt werden. So stand es jedenfalls draußen dran. Ich hatte keine Geheimnisse. Ich hätte, da, soweit ich in der Lage war, noch gesprochen. Aber als ich dann reingeführt wurde, da sah ich dann das Volk sitzen. Das war mein Vernehmungsoffizier. Sonst war der Saal leer. Das war das ganze Volk. Denn ich bin ja auch im Namen des Volkes verurteilt worden. Und der hat mich dann ewig angeklafft. Das heißt, der hat untersucht und beobachtet, ob das Gericht alles das umsetzt, was er ihm vorgegeben hat. Der Staatsanwalt hat dann eben das vorgelesen, was ja dieser Stasi-Offizier vorher ihm da alles auf den Tisch gelegt hatte, was ja nun Anklageschrift hieß. Und nun hatte ich versucht, weil ich ja nicht nur im Osten gearbeitet habe, ich habe ja mein Arbeitsgebiet auch im Westen gehabt, und ich wusste, im Gerichtssaal hat der Angeklagte die Möglichkeit, seine ganzen Aussagen, die ganzen Protokolle zu widerrufen und vor Gericht neue Aussagen zu geben. Und dann muss alles andere zur Seite geschoben werden. Der Richter muss dann das aufnehmen, was der Angeklagte vorträgt. Und das wollte ich da auch. Tja, und da hat dann die Oberrichterin mich angebrüllt, so etwa wie wir es kennen, früher vom Volksgerichtshof, den Freisler, wie der losbrüllte, ob ich denn sagen will, dass die Untersuchungsbehörde Lügen aufgeschrieben hätte. Mein Anwalt drehte sich zu mir um und sagte, wenn Sie es unterschrieben haben, müssen wir aber bleiben. Wir kommen sonst nicht weiter. Hat keinen Zweck. Tja, und so war denn die ganze Gerichtsverhandlung eigentlich eine Theaterveranstaltung, mehr nicht. Denn das heißt, alles, was die Stasi rausgeknautscht hatte, mit Folter, mit Dunkelzellen und so weiter und so fort, das war die Anklage. Und das wurde nun vom Gericht als wahrheitsgetreu angesehen. Die hatten ja keine andere Aufgabe. Man muss wissen, dass ja in den politischen Kammern die Staatsanwälte und Richter von der Stasi ausgesucht werden. Das sind ja nicht normal sterbliche Juristen, die da eingesetzt werden, sondern das sind wirkliche politische Juristen. Und die haben das dann eben tatsächlich nur umzusetzen, ja, was ihnen da vorgegeben war. Als Beisitzer hatte ich dann, wie es so schön im Protokoll hieß, Genossin Bäuerin sowieso und Genosse Bauer sowieso. Die Bäuerin, die hat meistens geschlafen, weil die sowieso das nicht alles verfolgen konnte. Wir hatten dann aber, wie gesagt, einen Tag Gerichtsverhandlung. Und vielleicht mal ein Hinweis, dass man mal sieht, wie so eine Anklage aufgezogen wurde. Das heißt, ich kriegte 1961, als ich zur Frühjahrsmesse nach Leipzig fuhr, den Auftrag, ich sollte doch von dort ein Foto mitbringen, von dem Wohnhaus der ersten Ehefrau von Walter Ulbricht. Ich fragte den Redakteur, wo sie denn wohnt. Er sagte, das weiß ich doch nicht, das musste selbst rausfinden. Ich sage, natürlich, ich gehe zur Volkspolizei. Die behalten mich ein paar Jahre da, bloß die Anschrift habe ich dann immer noch nicht und das Bild auch nicht.
Und da weiß ich noch, da mir zur Antwort gibt, ja, so bekloppt bist du ja nun nicht. Ja? Also was blieb mir übrig? Ich musste mir irgendwoher die Anschrift besorgen. Eine Dienststelle konnte ich nicht aufsuchen. Was blieb mir übrig? Bevölkerung. Und ich war in meiner Berichterstattung immer sehr genau. Es reichte mir nicht, wenn mir einer was mitteilte. Ich musste immer noch eine Kontrolle haben. Ich musste unabhängig davon einen zweiten haben, der mir dasselbe sagte. Und wenn ich das wusste, von 200 unterschiedlichen Menschen, dann wusste ich, aha, das ist echt. Denn hier nach dem Ulbricht gibt es wohl möglich in Leipzig etliche Male. Wer sagte mir denn, dass die Anschrift stimmt? Ja, nun bin ich dorthin. Natürlich habe ich damit gerechnet, dass dieses Haus da wohl möglich irgendwie beobachtet wird oder so. Bin dorthin gekommen, habe da keinen gesehen. Also habe ich auf den Auslöser gedrückt, hatte mein Bild. Bin nach West-Berlin zurückgefahren, machte nur einen Fehler. Ich habe ja zu meinem sogenannten Freund darüber gesprochen. Stell dir vor, hab das Bild da und so weiter. Der wollte da so ein Bild haben. Ich glaube, das soll aber für eine Serie, für Illustrierte sein und so weiter und so fort. Tja, und der hatte nichts Eifriges zu tun gehabt, dass dieser sogenannte Freund sofort die Stasi benachrichtigte, dass ich das Bild geschossen habe und nun abzuwarten ist, was denn damit geschieht. Und laut Anklageschrift war das ein Punkt Spionage. Denn ich habe mir illegal die Anschrift besorgt, weil ich ja die Anschrift mir von der Bevölkerung geholt habe, nicht von der Dienststelle. Und da dieses Foto nun anschließend in der Illustrierten Stern veröffentlicht wurde, die hatten zur damaligen Zeit eine Biografie über Walter Ulbricht veröffentlicht, das reichte aus als schwere Hetze. Und so wurde die gesamte Anklage aufgezogen. Da kann man sich vorstellen, dass ich immer darauf hingewiesen habe, es ist eine politische Anklage. Und vielleicht noch zwei Sätze dazu, dass mir ja mal mein Vernehmungsoffizier sagte, wenn du nachher im Strafvollzug bist, dann kommst du ja mit den Kriminellen zusammen. Du bist ja kein Krimineller, du bist ja politisch hier. Und das habe ich mir sehr gut gemerkt. Als nämlich später einmal in Waldheim ich gefragt wurde, da kam dann so eine Delegation rum, jeder musste da sein Mannequin bauen und erzählen, warum er da ist. Und da rutschte mir dann so ganz einfach raus politisch. Und da kriegte ich dann zur Antwort, Sie wissen doch genau, dass wir keine politischen Häftlinge haben. Und ich hatte ja nun meine 13 Jahre aufgebrummt bekommen, habe dann entsprechend reagiert, habe nur gesagt, ich wusste schon lange, dass ich hier falsch bin. Lassen Sie mich endlich nach Hause. Die anderen Häftlinge, wir waren da 11 Häftlinge in dem Raum, die fingen alle an zu lachen. Die marschierten raus, anschließend wurde ich dann rausgerufen zum Kommandoleiter. Der machte mir nur natürlich große Vorwürfe, wie ich dazu komme, zu sagen, dass ich politisch eingesperrt bin. Ich sage, na, Sie wollen doch, dass ich die Wahrheit sage. Der hat dann nochmal nachgehakt, ich sage, nur passen Sie mal auf. Mein Vernehmungsoffizier von der Stasi. Der hat mir gesagt, du kommst ja nachher in Strafvollzug, wo die Kriminellen sind. Du bist ja kein Krimineller, du bist ja politisch hier. Hat der mich belogen? Das Gespräch war beendet und kein Mensch hat mir etwas gesagt, wenn ich immer wieder mal darauf hingewiesen habe, dass ich politischer Häftling bin. Das war so die Rache des kleinen Mannes. Ja, man konnte doch so vereinzelt den einen oder anderen darauf hinweisen, denn, wie gesagt, ich meine, Volkspolizei und Stasi wollten ja nicht. Die Stasi hat immer gesagt, die Grünröcke haben ihnen gar nichts zu sagen, sie unterstehen uns. Die Volkspolizei hatte Manschetten ja, wenn man die Stasi ins Gespräch gebracht hat. Nicht? Dann haben die gleich das Gespräch beendet. Nicht? Also die wollten gar nichts mit ihnen zu tun haben. Die wollten ja nicht selbst Schere reinkriegen. Aber ich meine, das ist so, ja, dann kam das Urteil, da bin ich zusammengebrochen. Ich habe nur gehört, 13 Jahre Zuchthaus. Dann bin ich wirklich zusammengebrochen. Ich weiß nicht, wie lange ich da gesessen habe. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich nur noch mitgekriegt habe, dass das Hohe Gericht dann den Saal verlassen hat. Das habe ich noch mitgekriegt. Was dazwischen gewesen ist, weiß ich nicht. Und dass meine Stasi-Bewacher links und rechts standen, und dann war ich wieder mal für eine Zeit weg. Dann war ich wieder da, dann guckten die mich ganz ängstlich an. Ich glaube, die hatten Angst gehabt, dass ich den da krepiere. Irgendwie haben die mich wirklich, vielleicht war da auch ein bisschen wirklich mal Mitleid bei denen zu spüren. Jedenfalls fragten die nach einer ganzen Weile, wie fühlen sie sich denn? Sollen wir ihnen irgendein Medikament holen? Weil die hatten wirklich Manschetten gehabt. Ich habe gesagt, nee, irgendwie muss ich da wieder hochkommen. Hab nur geguckt, wo bist du denn jetzt hier eigentlich? Und ja, bis sie mich dann wieder zurückgebracht haben in meine Haftanstalt, da in Frankfurt oder direkt unmittelbar an der Oder. Ja, und dann kam der Anstaltsleiter
und verlangte von mir, dass ich das Urteil annehme. Und da habe ich ihm gesagt, kann ich nicht, dafür habe ich einen Rechtsanwalt. Dann fing der fürchterlich an zu toben, dass ich Drecksack ja ein viel höheres Urteil hätte kriegen müssen. Denn solche Staatsverbrecher wie ich sei, die muss man hoch bestrafen und dann eben von der Außenwelt fernhalten. Also er wollte mit aller Gewalt, dass ich das Urteil annehme, denn bei der Urteilsverkündung war der Rechtsanwalt vorwillig nicht anwesend. Ich habe es nicht, habe gesagt, er soll sich mit der Kanzlei, mit meinem Anwalt in Verbindung setzen. Und da hat er mir dann abends mitgeteilt, ja, also, dass er Mitteilung hat, man geht in Berufung. Ja, und da sagt er dann, ja, das wird für Sie schlecht werden, dann werden Sie nämlich noch eine höhere Strafe kriegen. Das ist Ihnen nur zu Recht. Dass sowas überhaupt nicht möglich ist, dass man in der Berufung eine höhere Strafe kriegt, das hat er mir unterschlagen. Aber er teilte mir dann gleichzeitig mit, dass er beauftragt ist, dass ich morgen früh, also am nächsten Tag gleich, ins Haftkrankenhaus überführt werde. Aber dann bin ich ja noch Untersuchungshäftling. Und nun müsste er erst mit Berlin kurz schließen, ob denn das möglich ist, dass ich denn nun ins Haftkrankenhaus überführt werden kann. Denn von der Stasi ins Haftkrankenhaus, ich sollte ja isoliert bleiben, nicht? Ja, ich bin dann tatsächlich den nächsten Tag früh auf Transport geschickt worden, wieder mit so einem fensterlosen Gefangenenwagen, hundekalt gewesen in dem Ding, denn ich hatte ja Sommerkleidung angehabt, habe keinen Mantel oder Decke oder sowas gekriegt, wusste nachher schon nicht mehr, wie ich laufen oder wie ich da sitzen sollte. Die Zellen in diesem Wagen sind nämlich verdammt eng. Und dann sind wir von Frankfurt oder nach Leipzig gefahren. Und dann hat man noch einen Schrieb hinterher geschickt, dass ich einen Unfall gehabt hätte, dass ich tatsächlich zusammengebrochen bin bei der Stasi. Unmächtig in meine Zelle hier transportiert wurde. Ich aber an dem Tage soll in der Ohnmacht ein Protokoll unterschrieben haben, wo ich unterschrieben habe, dass ich bewusst Agent gewesen bin. Das ist mir heute noch schleierhaft. Aber das hat man mir hinterher vorgelegt. Und das war der nächste Schock wieder für mich, der ich gesagt habe, das ist doch von hinten und vorne belogen. Das kannst du doch gar nicht unterschrieben haben. Also wie gesagt, die haben mit allen möglichen Tricks gearbeitet. Nicht nur, dass man eben, wenn ich anders in Folterzellen eingesperrt wurde, bis man wirklich so weit war, dass man willenlos geworden ist, dass man alles unterschrieben hat. Und natürlich haben die im Haftkrankenhaus in Leipzig den Zelle der Stasi gehabt, haben mich kurz untersucht, haben dann mir noch den Rest gegeben. Das heißt, ich kriegte dann eine Injektion in den Rücken. Ob in oder neben der Wirbelsäule, kann ich nicht genau sagen. Dazu war ich zu sehr aufgeregt, bloß dabei bin ich zusammengebrochen. Und auch da haben sie dann versucht, mich wieder wach zu kriegen. War da mit noch 4 Häftlingen zusammen, die dann mich ansprachen und sagten, Mensch, mach keine Eier. Du hast noch einige Zeit vor dir und du musst durchhalten. Du bleibst sowieso nicht die ganze Zeit hier. Ja, naja, und wie gesagt, ich wurde dann verlegt. Das heißt, ich sollte verlegt werden, etwa 2 Stunden später. Und dann merkte ich, dass ich nicht mehr laufen konnte. Das heißt, ich bin bis zur Treppe noch mit meinem Bündel. Als Häftling hat man ja dann so seine Decke, wo man seine 3 Sachen da reinpackt, nimmt man über die Schulter, wandert los. Bin ich auch losgelaufen, etwa so 60 Meter. Da war dann eine Treppe. Und als ich da so etwa auf der dritten Stufe war, da hat plötzlich mein Bein versagt, wir bald vorne rüber geschossen, aber damit haben die offensichtlich gerechnet gehabt, denn unten standen schon 2 mit einer Trage. Und die stehen ja nun nicht grundsätzlich da. Das heißt, als ich mich gerade noch am Geländer festhalten konnte, dass ich nicht gefallen bin, da kam dann schon von oben von der Polizei das Kommando, Trage fertig machen, holten ab. Und dann wurde ich in ein anderes Haus transportiert. Tja, und dann lag ich von März 1962 bis Mai 65 ununterbrochen in Krankenbettern, in Krankenhäusern. Habe mir alle möglichen Krankheiten dann eingehandelt, habe mir den Lungenschatten eingehandelt, wurde immer grundsätzlich als Simulant angesprochen. So etwa nach vielleicht 12, 14 Tagen hatte mich dann der Rechtsanwalt Vogel nochmal aufgesucht und werde nie vergessen, als er mir sagte, ich freue mich, dass ich Sie hier heute so wiedersehe. Ja, das kann man verschieden auslegen. Aber dann kam der Nachsatz, heute kann ich es Ihnen sagen, als ich Sie in Frankfurt gesehen habe, habe ich nicht geglaubt, dass ich Sie lebend nochmal wiedersehe.
Welchen Einfluss hatte die SED auf politische Urteile? Also jedes Urteil über 10 Jahre hat Politbüro, sprich Honecker oder Ulbricht, festgehalten. Das heißt, die haben bestimmt, wie hoch das Strafmaß aussehen sollte. Nicht immer haben die das akzeptiert, was die Stasi vorgegeben hatte. Ansonsten ist es so, man war ja nun zwar im Strafvollzug, aber das waren ja alles mehr oder weniger Parteifunktionäre. Und die mussten ja auch ständig Berichte schreiben. Und die waren immer linientreu. Ich kann mich erinnern, dass ich in Waldheim hatten wir einen Polizeimeister, wo wir eigentlich als Häftlinge mal glaubten, auch ein netter, cool, runder Kerl, gemütlich und so weiter und so fort. Und ich habe auch nachher, nachdem ich draußen war, gesagt, also wenn es mal dazu käme, mit dem würde ich so ja draußen ein Bier trinken gehen. Aber nachdem ich dann meine Akte gelesen habe, nicht mehr. Der war auch treuer Parteisoldat. Der hat mich nur als Staatsverbrecher aus dem Westen angesehen und hat entsprechend seine Berichte geschrieben, denn jeden Monat musste ein Bericht geschrieben werden. Ich erinnere mich, wir hatten in Waldheim auch einmal im Monat Kinovorstellung, sowjetische Filme. Ja, nun war ich ja immer, ich habe ja das alles nicht verstanden. Ich habe ja auch manches nicht verstanden, was die Zeitungen da berichtet haben. Nicht? Denn die hatten eine eigenartige Formulierung. Und kein Offizier von denen war bereit, mir eine Aufklärung zu geben. Bloß ich kannte ihre Bestimmung zu genau. So, dass meine Mutter mal angesprochen wurde, dass man gesagt hat, sagen Sie mal, können Sie nicht auf Ihren Sohn einwirken, dass der auf das ein oder andere Rücksicht nehmen muss und dass er anders denken muss. Denn der haut uns Paragraphen oder Bestimmungen von uns hier um die Ohren, die wir ja nicht kennen. Der beruft sich auf Walter Ulbricht und was weiß der Deibel alles. Und wir stehen dann machtlos da und wissen nicht, was wir sagen sollen. Sie hat mir später erzählt, dass er denen gesagt hat, tja, ich habe davon draußen keine Möglichkeit. Bei Ihnen ist er 24 Stunden jeden Tag. Und wenn Sie nicht dazu erreichen können, wie soll ich denn das machen? Man hat meiner Mutter auch, obwohl meine Hände inzwischen fingersteif waren, dann gesagt, ja, das kommt daher, weil der mit Krücken läuft. Deswegen sind die Finger steif. Also man hat selbst die Angehörigen belogen. Und wie gesagt, die Polizisten waren zwar im Polizeidienst, aber waren strenge SED-Leute. Und außerdem waren unter diesen Polizisten Stasi-Leute. Und keiner wusste genau, wer der Stasi-Mann ist. Ich kann mich erinnern, dass in Waldheim Chefarzt war, ein Oberstleutnant. Und ich meine, das war immer schön schon eine Persönlichkeit und auch körperlich gesehen war der nicht gerade zu übersehen, wenn der mit seinem Hofstaat da ankam. Und da wurde ich dann nachdem ich ein Jahr etwa da war, mal aufgefordert, dass ich zu ihm runter müsste. Naja, dann haben mich zwei andere Gefangene runtergebracht. Und nun ist es ja so, dass da niemals ein Uniformierter alleine mit einem Häftling sprechen darf. Müssen immer Zweier sein. Ja, also die trauten keinen. Und als ich nun in seinem Dienstzimmer da so saß, da teilte er mir dann mit, dass man mich ein Jahr beobachtet hätte. Er wüsste nicht, ob ich es beobachtet habe. Ja, nur mein Gott, beobachtet wurden wir immer. Weil das war für uns keine Besonderheit. Und dann sagte er, ich weiß jetzt Ihre Diagnose. Und da habe ich gedacht, dass man jetzt das auch kommt, Simulant. So wie man es ja bisher mir schon immer dauernd gesagt hat, obwohl ich ein Gipskorsett bekommen habe und auch Gott was nicht alles, eine Schiene ans Bein bekommen habe und was nicht alles. Aber ich wurde eben immer als Simulant festgehalten. Und da sagte er mir dann, Ihre Erkrankung sind die Gitter am Fenster. Die kann ich aber nicht wegnehmen. Sie haben offensichtlich einen gewaltigen Schock bekommen. Ich weiß, warum Sie hier sind. Aber ich kann die Gitter nicht wegnehmen. Ich kann nur versuchen zu helfen, soweit es mir irgendwie möglich ist. Haben Sie einen Wunsch? Aber kommen Sie jetzt nicht, Sie wollen nach Hause. Ist verständlich, aber den Wunsch kann ich Ihnen nicht erfüllen. Tja, und da überlegte ich kurz und dann habe ich ihm mitgeteilt, ich möchte gerne ein Lexikon haben. Ich sehe den heute noch vor mir, als wie, bitte, was hast du eben gesagt? Ich sage, ich möchte ein Lexikon haben. Und zwar ein Lexikon, was ich ständig bei mir haben kann und nicht immer wieder
weggeben muss, denn wir kriegten ja jede Woche immer ein Buch zum Lesen. Und sage ich, aber es ist langsam so weit, die Knastsprache hier ist ja anders, als man sich draußen unterhält. Und bei verschiedenen Wörtern habe ich mich schon ertappt, dass ich nicht mehr weiß, wie die sie schreiben.